Juke und herzlich willkommen zu einem neuen Video heute auf meinem Kanal. Vorab, solltet ihr neu auf diesem Kanal sein, lasst ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Heute in diesem Video geht es um das Multiboxing, das in World of Warcraft derzeit überhand nimmt. Aber bevor das Video losgeht, möchte ich euch noch einen Werbelink geben. Dieser Werbelink gehört zur Werbt einen Freund Aktion. Und solltet ihr in nächster Zeit erwägen, mit WoW anzufangen, klickt auf den Link und wir profitieren beide davon. Schaut auch mal auf meinen Twitch-Kanal vorbei, dort streame ich WoW und viele andere Games. Ihr habt auch die Möglichkeit, mit mir mitzuspielen. Let's go! In letzter Zeit häufen sich die Meldungen der Multiboxer. Um euch zu erklären, was Multiboxer sind Spieler, die mit mehreren Accounts gleichzeitig spielen und farmen. Meistens mit 5 gleichen Charakteren. Es gibt den Hauptcharakter und 4 Bots, die dasselbe tun, was der Hauptaccount tut. Mit einem Programm steuern sie die anderen und übertragen die Kommandos an die anderen weiter. Multiboxen selber ist nicht verboten, mit einem kleinen Haken. Sie dürfen keine anderen Spieler stören oder einschränken. So wie hier in diesem Fall benutzt der Multiboxer einen Bot, das wiederum verboten ist. Wie ich von meiner Gilde Utas Erbe gehört habe, ist der Multiboxer hier schon seit Wochen an derselben Stelle und kämpft hier ununterbrochen. Habe den Spieler mal angeschrieben, aber keine Antwort bekommen. Ununterbrochen kommt er fröhlich weiter. Ich gehe ganz stark davon aus, dass er ein Bot-Programm benutzt. Ein Programm, das er einstellen kann und während er nicht am Rechner sitzt, sein Programm für ihn spielt. In Silk Road Online zum Beispiel hatte das damals fatale Folgen. Das Spiel wurde nämlich von Bottern und Goldfarmbots überrannt und vernichtet. Wenn das mit den Multiboxern und den Bottern in World of Warcraft auch so weitergeht, wird das bald auch World of Warcraft zerstören. Meine Community und ich sind auch der Meinung, dass Blizzard etwas gegen diese Multiboxer machen sollte und da mal einen Riegel vorschiebt. Denn es ist meistens nicht möglich, seine World-Quests oder normalen Questen zu erledigen, wenn genau solche Botter an dieser Stelle stehen. Was meint ihr zu dem Thema? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Blizzard toleriert diese Multiboxer, dennoch werden die Stimmen in World of Warcraft lauter, dass sie es stoppen sollen. Ich für meinen Teil denke das auch, denn ich habe den Online-MMO fallen sehen. Dazu werde ich aber wie versprochen ein Video drüber machen. Denn wenn dieses Problem weiter zunimmt, wird sich WoW selbst zerstören. Und dann ist es auch kein Spiel mehr. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Teilt dieses Video mit euren Freunden, damit ihr immer top informiert seid. Und in diesem Sinne, Juke, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!